Sie Gott, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Eigentlich müsste ich mich jetzt bei Nick für seine Komplimente noch bedanken und für die Einladung hierher. Jetzt ist er schon weg. Ich sage es trotzdem, dann ist es gesagt. Mein Beitrag zu dieser wunderbaren Veranstaltung ist ein etwas anderer Blickwinkel auf das Geld. Geld als Sozialtechnik ist mein Titel und drunter steht als Untertitel das, was eigentlich damit gemeint ist. Es geht um den Möglichkeitenraum einer Währung. Was habe ich vor heute? Es geht um Geld, ganz sicher. Ich möchte es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und dabei die, die schon mehrfach verwendet wurden und hier vorgekommen sind während dieser Tagung, ganz kurz fassen. Ich werde es aber erwähnen, einfach weil ich darauf aufbaue. Denn es geht dann um einige Möglichkeiten, die im Geld schlummern und was wir damit machen können. Da ist einmal zunächst die Frage zu klären, was ist Geld? Also ich denke, jeder weiß es. Die offizielle Definition, Bundesbankdefinition ist, dass alles das Geld ist, was die Funktionen ausüben kann, eines Zahlungsmittels, eines Rechenmittels, eines Wertspeichers zu sein. Also mit dem man zahlen kann, mit dem man Werte und Preise vergleichen kann und Werte aufbewahren kann. Das Ganze funktioniert aber nur, und mittlerweile kann man es auf der Homepage im Glossar der Bundesbank auch sehen, das Ganze funktioniert nur, wenn auch das Zweite zutrifft, diesem Gut, das das ausübt, dem muss vorher von der Gesellschaft auch die Geldeigenschaft zugewiesen sein. Also der D-Mark wurde die Geldeigenschaft gesellschaftlich aberkannt. Und wenn wir jetzt versuchen, mit D-Mark zu zahlen, also gut, das geht vielleicht bei Liebhabern, aber sonst ist das eine Sache für Numismatiker. Der Euro, dem ist jetzt die Geldeigenschaft zuerkannt worden. Es gibt auch noch andere Blickwinkel auf Geld, eine ganz praktisch an der Realwirtschaft orientierte Sichtweise ist, dass man Geld auch auffassen kann als vorgetane Arbeit. Für alles Geld ist einmal gearbeitet worden. Allerdings, muss ich einschränkend sagen, gilt so etwas nur, wenn Geld und Güter, also reale Wirtschaft und Geldwirtschaft, eng aneinander gekoppelt sind, sozusagen Spiegelbilder bieten. Wenn aber, wie wir es ja nun alle erlebt haben und noch erleben, die Geldsphäre sehr weit von der realen Wirtschaft sich abkoppeln kann, dann stimmt das nicht. Aber immerhin sollte man es bedenken, denn ich denke, das ist eigentlich ein Gesichtspunkt, unter dem man Geld klugerweise eigentlich betrachten sollte. Und eng verwandt ist etwas, das ist hier vielen vertraut, ist, wenn man Geld als, ich habe es formuliert, geronnene Lebenszeit betrachtet. Ganz anschaulich wird es bei den Zeitwährungen. Da ist wirklich Zeit Geld, aber auch für uns alle können wir unsere Lebenszeit, die ja knapp und bemessen ist, also die deswegen auch bestimmte Eigenschaften hat, diese Zeit, dieses Gut umtauschen in das andere Gut Geld, in dem wir arbeiten. Und wir können auch wieder zurücktauschen, indem wir Arbeit, Hilfe und auch Leben, die ja in Lebenszeit getan werden muss, auch uns wieder kaufen. Das ist ein sozusagen, das sind so engere Blickwinkel aufs Geld. Und da kann man sicher noch viele anführen. Ein Blickwinkel, der sich mir durch einen Zufall aufgetan hat, ist, dass man Geld auch sehr viel breiter betrachten kann als eine Sozialtechnik. Und darum soll es heute gehen. Sie sehen, ich möchte noch darauf zurückkommen, dass Geld in der Geschichte, Geld sah ja nicht immer so aus wie das, was wir heute haben, viele Seiten entwickelte. Es ist ein privates Gut, so ist es uns allen bekannt, wir haben es in der Tasche, es gehört uns, wir können darüber bestimmen. Das Ganze, und es ist auch eine ganz wichtige Erfindung in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, denn der direkte Tausch ist da, wird da nicht mehr möglich. Das Ganze funktioniert aber nur, ich kann das Geld in meiner Tasche nur benutzen, wenn es auch ein öffentliches Gut ist, also ganz viele andere an diesem System teilnehmen. Beides gehört zusammen, es muss gleichzeitig eine gesellschaftliche Einrichtung, eine Institution sein und ein privates Gut. Geld ist auch eine geniale Erfindung.
Also ich habe es schon gesagt, mit Geld ist der Austausch in einer stark arbeitsteiligen Wirtschaft überhaupt möglich. Und nur damit können wir unsere Spezialitäten und unsere speziellen Fähigkeiten einbringen und gemeinsam dann die gesamtwirtschaftliche Erzeugung herstellen. Diese geniale Erfindung hat Gesellschaft und jeden Einzelnen von uns sehr stark beeinflusst und verwandelt und tut es bis heute. Und ich möchte es deswegen, die Schulökonomen mögen es nicht gerne hören, aber für mich gehört es auch zu den wenigen Universaltechnologien, auf Englisch General Purpose Technology. Und diese Technologien, es gibt so viele davon nicht, formen und beeinflussen das gesamte gesellschaftliche Leben. Eben weil sie überall eingehen. Hier habe ich es Ihnen bildhaft gemacht mit dem Rad. Denken Sie sich Globalisierung und internationalen Transport ohne das, auch heute noch und auch natürlich in früheren Zeiten. Eine zweite Universaltechnologie, die ich nennen möchte, ist die Elektrizität. Die Industriegesellschaft wäre ohne das nicht möglich und die Informationsgesellschaft schon gar nicht. Und eben das Geld. Geld ist ein Gut, Sie alle wissen das, das allen anderen Gütern überlegen ist, das ich gegen alles andere eintauschen kann oder nahezu gegen alles, jedenfalls was käuflich ist an Gütern und Dienstleistungen und ist deswegen über diese Eigenschaft ein besonderer Motivator. Dass es so stark motiviert, hat aber auch noch andere Grundsätze, andere Gründe. Geld, wir merken das, wenn Geld fehlt, wie stark wir in Ängste geraten, existenzielle Ängste. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, mit Geld wird auch etwas signalisiert, meine Stellung in der Gesellschaft. Und je mehr unsere Gesellschaft sich so entwickelt, wie sie jetzt sich entwickelt, wird das umso stärker. Und dieser Verlust, wenn ich kein Geld habe, an gesellschaftlichem Ansehen, ist natürlich etwas, was alle Menschen schreckt und ängstigt, weil wir sind alle auf soziale Resonanz angewiesen. Dass Geld ein so starker Motivator ist, zeigt sich daran, dass hirnphysiologisch nachgewiesen wurde, dass nur schon allein der Gedanke an Geld dieselben Hirnareale stimuliert wie der Gebrauch von stofflichen Rauschsubstanzen. Also die Serotoninausschüttung, alles das, man kann das bei Manfred Spitzer lernen, hängt eng auch mit Geld zusammen. Und dann ist Geld auch noch ein Verteilungsinstrument. Auch Sie wissen das alle. Diese Verteilung funktioniert über den Preis- und Zinskanal. Da ist zunächst einmal die Verteilung, die Versorgung der Bevölkerung in einer arbeitsteiligen Wirtschaft. Wir erzeugen die gesamtwirtschaftliche Erzeugung gemeinsam und das muss ja dann zurückverteilt werden. Und das kann über Geld, über die Preise funktionieren. Das Geld, das wir in der Tasche haben, verbrieft insofern einen Anspruch auf einen Anteil, auf einen bestimmten Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Erzeugung. Sie sehen, das Ganze kann aber nur funktionieren, wenn das Geldsystem funktioniert, nur dann ist das Preissystem stabil und nur dann kann das glatt funktionieren. Das ist der eine Mechanismus. Und der andere Mechanismus geht noch ein bisschen anders. Der geht über die Kostenseite. Geld, andersrum angefangen. Die Finanzierungskosten stecken in allen Preisen mit drin. Alle Kosten werden da eingepreist. Das sind die Arbeitskosten, die Energiekosten, die Rohstoffkosten und eben die Finanzierungskosten auf Eigen- und auf Fremdkapital. Helmut Kreuz ist es zu verdanken, dass wir den Anteil ungefähr abschätzen können. Zwischen 30% und 50% hat er es geschätzt, in Einzelfällen bis 70% oder hat es auch ausgerechnet, nachgewiesen. Also lassen Sie uns von dem günstigsten Fall von 30% ausgehen. Wir haben heute Morgen darüber ja schon gehört, Sie zahlen zu viel bei Ralf Becker, 30%. Aber die Geschichte ist da noch nicht zu Ende. Also das ist jetzt der Anteil über alle Wertschöpfungsschritte hinweg. Und stellen Sie sich vor, hier auf dieser Seite von mir stünde jemand, der sein gesamtes Einkommen aufwenden muss, um seinen täglichen Bedarf
zu decken. Ich argumentiere jetzt völlig roh und holzschnittartig, aber einfach, um es zu verdeutlichen. Dessen Einkommen wäre mit 30% belastet. Und jetzt stellen wir uns vor, hier auf dieser Seite stünde jemand, der in einer sehr viel glücklicheren Lage wäre. Und damit wir einfach rechnen können, nehme ich an, nur 10% seines Einkommens braucht er, um den täglichen Bedarf zu decken. 30% von 10% mit 3% ist sein Einkommen mit diesen Kosten belastet. Und 90% seines Einkommens kann er anderweitig ausgeben, da kann er sparen, das braucht er ja nicht für den täglichen Bedarf, da kann er Zinseinnahmen generieren. Und nun sehen Sie, wie das funktioniert, von hier nach da. Es ist ein stiller Prozess, der unablässig läuft, einfach indem wir einkaufen gehen, indem wir unseren täglichen Bedarf decken. Das wissen wir aber gar nicht und darüber spricht kein Mensch. Aber Sie sehen bereits aus dieser Tatsache, wie tief das eingreift in das soziale Leben und wie sehr man dadurch die Gestalt unseres sozialen Lebens und des Miteinanders beeinflusst. Ich möchte mich jetzt über die größer werdende Ungleichverteilung nicht äußern, das ist sicher mehrfach angesprochen worden. Hier geht es jetzt weiter über Geld als Sozialtechnik. Eine Technik, was ist das? Mit einer Technik können wir ein Ziel verfolgen unter Einsatz irgendwelcher Mittel. Wenn wir Geld als Sozialtechnik betrachten, dann ist das Ziel die Gestaltung der Gesellschaft und die Mittel, die wir einsetzen können, die Strukturelemente des Geldes, auf die ich gleich noch komme. Gestaltelemente habe ich es genannt und ein bisschen ein gelehrtes Wort versucht zu finden. Es ist Währungsmorphologie, aber das sagt genau das. Und wer kann das alles machen? Das können wir alle machen. Alle gesellschaftlichen Gruppen, öffentliche Einrichtungen, alle können wir das tun. Die Gestaltelemente des Geldes. Da gibt es ganz viele, aber auf welche kommt es mir jetzt an? Ich habe hier 6 aufgeführt. Es geht um den Punkt Geldschöpfungsinstanz und ihre gesellschaftliche Einbindung. Meine Damen und Herren, uns allen ist klar, es macht einen Riesenunterschied, ob Geld zentral oder dezentral geschöpft wird, ob eine Zentralbank das schöpft, ob ein ganzes Bankensystem das schöpft oder ob wir jeder Einzelne das schöpfen als soziale Währung. Mit unserer Lebenszeit, bei einer Zeitwährung oder einer sozialen Währung. Oder aber, ob Geld durch eine Gruppe geschöpft wird, beispielsweise Regiogeld. Das macht etwas aus. Genauso macht etwas aus der Währungsraum, die Teilnehmer und natürlich auch die Schnittstellen zu anderen Währungen. Also es macht etwas aus, ob eine Währung konvertibel ist oder nicht, wer daran teilnimmt, wie groß der Teilnehmerkreis ist und vor allem, wie groß der Währungsraum ist. Das kann ein virtueller Raum sein, das kann ein geografischer Raum sein. Das spielt eine Rolle. Und so ist es auch mit der Gelddeckung. Eigentlich, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ist unser Geld gedeckt durch die gesamtwirtschaftliche Erzeugung. Aber traditionell wird Geld auch anders gedeckt und vor allem in Zeiten, wenn das Vertrauen erodiert, ist es vertrauensbildend, wenn man da noch eine andere Deckung hat. Ich denke an Rohstoffe, welches auch sei, an andere Güter. Die Geschichte ist reich daran. Interessant sind Initiativen, sind Projekte, die mit erneuerbaren Energien decken wollen oder mit Wasser. Das hat natürlich einen Einfluss darauf, ein solches Geld, das so gedeckt wird, auf die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens. Also Sie sehen, das ist auch eine Stellschraube, an der wir drehen können. Und die anderen 3 Punkte, Geldschöpfungs- und Emissionstechnik, Organisation und Sicherung des Geldkreislaufs und Geldpreise und Servicegebühren, sind mir so wichtig, dass ich dazu mehrere Punkte ausführlich behandeln möchte. Es geht um Geldschöpfung. Grundsätzlich haben wir, nach meinem Dafürhalten, 2 Möglichkeiten, Geld zu schöpfen. Da ist einmal schuldengeborenes Geld. Das wird geschöpft durch Geldleihe oder Kredit. Es ist von Anfang an mit Zinsnahme verbunden. Es handelt sich
normalerweise und ein knappes Geld, wobei wir im Moment natürlich das knapp vielleicht besser in Anführungszeichen setzen, aber immerhin für viele von uns ist es äußerst knapp. Und erkennen kann man es daran, wie das verschwindet. Es verschwindet durch Kredithelden. Und das andere Extrem, also Beispiele für schuldengeborenes Geld gibt es viele, sind die nationalen Währungen, der Euro gehört auch dazu. Und das andere Extrem auf der anderen Seite ist guthabengeborenes Geld. Das kommt Ihnen in Ihren Ohren vielleicht seltsam vor, aber Sie kennen alle Beispiele. Was ist typisch für ein guthabengeborenes Geld? Die Schöpfung erfolgt durch Gutschrift oder durch einen Gutschein. Dieses Geld kursiert von Anfang an um ohne Zinsnahme. Es ist genügend vorhanden und das Interessante ist, und daran kann man es erkennen, es verschwindet durch Einlösung oder Lastschrift. Und im Mittelfeld gibt es natürlich auch Zwischenformen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, aber sie interessiert sicher, was guthabengeborenes Geld, was das sein könnte. Und Sie alle kennen das. Die Unternehmenswährungen, die mit Gutscheinen laufen, laufen genau so. Das sind Guthaben, zum Beispiel diese viel gerühmten und immer wieder erwähnten Lufthansa, Miles und More, das ist guthabengeborenes Geld. Auch die Ithaca Hours im Staat New York in Ithaca sind guthabengeborenes Geld, das einfach durch Gutschrift oder einen Gutschein, diese Scheine, geboren wird und wenn man die eintauscht, wieder verschwindet. Und wenn Sie erlauben, möchte ich Ihnen auch noch eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ein historisches Beispiel, aber an dem man das genau sehen kann und wie sehr man Gesellschaft gestalten kann, auch mit einem guthabengeborenen Geld. Das kann man daran sehen, an der Geschichte lernen vom Jersey und Guernsey Geld. Meine Damen und Herren, stellen wir uns vor, wir leben Anfang des 19. Jahrhunderts auf den Kanalinseln, auf den normannischen Kanalinseln. Napoleonische Kriege, Seeblockade, Kontinentalsperre. Unser Geschäftsmodell, nämlich zu handeln, liegt am Boden. Es breitet sich große Armut aus, die Steuereinnahmen gehen dramatisch zurück und unser Problem ist, die Deiche sind verrottet und die nächste Schlechtwetterperiode droht. Was tun wir? Was tut die öffentliche Hand, die Verwaltung in dieser Situation? Das Gemeinwesen steht in Gefahr. Kredite bekommen sie nicht. Die Geldgeber, die Banken, geben der öffentlichen Hand keine Kredite mehr. Die Steuereinnahmen sind zurückgegangen. Es ist so eine kleine Insel. Private Investoren, was ja heute so oft vorgeschlagen wird, haben daran kein Interesse. Welche Rendite ergeben Deiche? Was macht diese Verwaltung? Sie schöpft guthabengeschöpftes Geld. Sie gibt Gutscheine aus. Damit werden diese Deicharbeiten bezahlt und Sie werden es nicht glauben. Nach wenigen Monaten, ich glaube es waren anderthalb Jahre, waren alle Deiche in Ordnung. Und die gröbste Not wurde überwunden und mit der Zeit sind auch Steuereinnahmen wieder geflossen. Das ist die Gestaltungskraft eines anders gestalteten Geldes. Das ist Geld als Sozialtechnik. Ich denke, an diesem Beispiel wird es klar. Das ist der nächste Punkt. Es geht um die Sicherung des Geldkreislaufs. Wir alle haben darüber seit Jahren studiert, gemacht, getan, jeder weiß es. Ich zeige Ihnen das, weil es ein so nette und so bildhafte, dieser Brunnen, dieser Geldkreislaufbrunnen in Aachen, das so sinnfällig macht. Was ist da dargestellt? Und wir beim Stuttgarter Rössle, ich bin Mitinitiatorin der Stuttgarter Regionalwährung Rössle, die jetzt eingestellt wurde, das Projekt zum Ende letzten Jahres. Und wir haben genau dieses Problem gehabt und ich denke, viele Regionalinitiativen, Regionalgeldinitiativen haben genau dieses Problem. Sie sehen hier im Hintergrund eine Frau im Handel mit einem Mann, das Geld fließt, er gibt es weiter an den Dritten. Und was passiert dann? Der steckt es in die Tasche. Und gegenüber der Vierte, der streckt die Hand aus, der fällt, wenn man es von der Seite sieht, schier ins Wasser, er kommt nicht dran. Der Geldkreislauf ist abgebrochen. Das Geld ist der realen Wirtschaft in dem Moment entzogen.
das ist in der Hosentasche, nichts läuft mehr. Der sich so sehr bemüht und schier ins Wasser fällt, das ist der Bettler. Das ist die Situation dieses abgebrochenen Geldkreislaufes, wie wir es in der Regionalwährung in Stuttgart erlebt haben. Aber gut, auf der anderen Seite ist ein Vater und Sohn so nett beieinander. Hier wird etwas anderes dargestellt, nämlich die Wertaufbewahrung des Geldes. Wenn das gespart ist und bei der Bank wieder in Kreislauf kommt, spielt es ja keine, dann ist es ja wieder im Kreislauf, wird es nicht entzogen. Aber denken Sie an alle die Gelder, die in den Finanzsektor gewandert sind, alle Rentenvorsorgen, alles das, riesige Summen, laufen unglaublich schnell um, sind aber dennoch der realen Wirtschaft entzogen. Es ist kein Umlaufproblem, der Umlaufgeschwindigkeit, es ist einfach weg, aus der realen Wirtschaft weg. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, der auch allen bekannt ist. Interessant ist die gelbe Linie. Es geht also um Geldpreis und Zinsnahme. Und lassen uns noch mal eine Geschichte draus machen. Wir alle legen zusammen und legen ein paar Cent hier hin, jeder, und wir stellen hinterher fest, gibt genau 1 Euro. Wir könnten auch sagen, 100, 1.000, 10.000, irgendwas. Und dann würden wir sagen, fein. Was machen wir damit? Wir legen es an und in 30 Jahren treffen wir uns hier wieder und schauen, was draus geworden ist. Was ist in 30 Jahren draus geworden? Im ersten Beispiel, das ist das gelbe Beispiel, ohne Zins, alles andere bleibt gleich jetzt in diesem Beispiel. Wir treffen uns in 30 Jahren wieder, wir trinken nett miteinander den Kaffee und sagen, fein, unsere Geldeinheit haben wir wieder zurück. Da ist die Geschichte zu Ende. Interessanterweise passiert das Gleiche, auch wenn wir Zinsen nehmen, wenn wir aber den Zinsertrag in jedem Jahr als Konsum zum Konsum entnehmen. Da passiert genau das Gleiche. Der Zinsertrag ist ja immer weg und am Ende ist die eine Geldeinheit da. Und das ist genau das Beispiel, das Martin Luther, der eigentlich für Zinsverbot war, zugelassen hat. Das ist das Beispiel des Notbücherleins der Witwen. Das ist der Zuverdienst von Leuten, die sonst nicht über die Runden kommen können. Es hat keine Wirkung auf die Dauer. Ist interessant, nicht? Der zweite Fall ist diese grüne Linie. Wir sagen, jeder nimmt Zins, wir machen das auch. Wir nehmen 5%, und wir haben es auch nicht notwendig zu konsumieren, wir lassen es einfach stehen. Aber wir verzichten darauf, dass der Zins weiter verzinst wird. Verzinst wird nur das Kapital. Was passiert dann? Dieses ist ein Fall, in dem das Guthaben oder das Kapital gleichmäßig ansteigt in Höhe des Zinssatzes. Es gibt keine exponentielle Entwicklung, aber nach 30 Jahren immerhin hat sich es mehr als verdoppelt. Wir haben hier 2,5 Geldeinheiten und freuen uns dran. Und die nächsten Beispiele, das ist die exponentielle Entwicklung, die wir alle gehört haben. Und Sie kennen das mittlerweile wunderbar. Wir sehen aber hier ganz deutlich, dass die Beschleunigungsphase unterschiedlich lang ist. Dass alles mal irgendwo in einem ganz steilen Bereich endet, das ist klar. Aber Sie sehen, dass das unterschiedlich lang dauert. Bei 5% sind es dann 4,3 Geldeinheiten nach 30 Jahren, bei 10% mehr als 17 Geldeinheiten und bei 20%, da ist der Punkt da, irgendwo da oben, sind es mehr als 237 Geldeinheiten. Und vielleicht sagen Sie mir, beste Frau Hubert, also bei aller Achtung, bei aller Liebe, 20%, das ist höchst unrealistisch, habe ich nie bekommen. Und ich würde Ihnen sagen, Sie haben recht, ich auch nie. Aber bedenken Sie bitte, dass ein bekannter Chef, ein bekannter Vorstandsvorsitzender eines großen deutschen Bankinstitutes, vor Jahren mitgeteilt hat, der erstaunten Öffentlichkeit, dass sein Institut ab jetzt 25% Eigenkapitalrendite erwirtschaften würde. Und das hat das Bankinstitut auch bis 2010 getan.
In 2011, ich kann es Ihnen sagen, es wurde neulich mitgeteilt, hat die Bank leider nur noch 11% Eigenkapitalrendite, oder nein, nicht Eigenkapitalrendite, aber Rendite erzeugt. Ja. Gut. Die 10 reichsten Deutschen in der Vermögenswachstum ist durchschnittlich 14% im Jahr. Schauen Sie, das ist das Nächste, was ich Ihnen wozu ich kommen wollte. Also die Gegengeschichten. Die Frage, die sich hier aber an dieser Stelle auch stellt, also das ist ein Merkposten, aber eigentlich ist der ja schon auch abgehandelt. Wie kann das alles bezahlt werden? Diese Ansprüche an die Gesellschaft. In 30 Jahren mehr als das 200-fache. Wie soll denn das gehen? Wir wissen es alles, soll über Wirtschaftswachstum gehen. Hier ist aber die andere Gegenseite. Jede Guthabenbuchung, die wir hier so schön genossen haben oder in 30 Jahren genießen werden, hat eine Gegenbuchung. Mit der Kapitalakkumulation wächst auf der anderen Seite die Schuldenakkumulation. Und ich habe das bei Wikimedia Commons gefunden. Ich habe es selber nicht nachgerechnet, aber es scheint mir nicht unplausibel zu sein. Es geht nämlich um die Entwicklung der öffentlichen Schulden in Deutschland von 1950 bis 2010. Und die Entwicklung lief in einem Kanal, Zinskanal zwischen 9% und 10%. Und wir haben zwar immer noch das AAA-Rating, aber Sie sehen das hier, wir sind schon ziemlich im steilen Bereich. Also das weiß man nicht, wie das weitergeht. Das kann dramatisch werden und auch schnell. Und hier der Punkt Wachstum. Ich weiß nicht, ob Sie die Darstellung von Hans-Christoph Binswanger kennen. Diesen wachsenden Ansprüchen können wir nur durch dieses Wirtschaftswachstum standhalten. Hier sind die Unternehmen, die Banken B, also Unternehmen U, Banken B und private Haushalte H in Interaktion über drei Perioden, 1, 2, 3 sind die kleinen Indexzahlen. Gespeist wird das Ganze durch menschliche Kreativität, er nennt es Imagination, und Natur, schreibt er, das sind die natürlichen Ressourcen. Was das für die Ökologie bedeutet, ich will es jetzt nicht weiter ausführen, Alwine hat darüber gesprochen. Interessant sind die Ursachen, die Hans-Christoph Binswanger ausmacht. Es ist die Gewinnmaximierung, also Eigenkapitalrendite ist eng verwandt. Es sind Zinseszinseffekte und es ist Haftungsbeschränkung. Gesellschaften mit beschränkter Haftung und auch andere Haftungsbeschränkungen können dazu führen, dass ich mehr Risiken übernehme, als ich eigentlich tragen kann. Ich kassiere aber den Zinsanteil, Risikoaufschlag, die Versicherungsprämie, ist ja fesch, und dann kann ich es nicht tragen und dann kann ich, wie Geschäfte zulasten Dritter, das auf die Allgemeinheit oder auf Sie oder auf irgendjemanden abwälzen. Und das führt natürlich dazu, dass übermäßig Risiken eingegangen werden, dass das Geschäftsvolumen sehr stark zunehmen kann. Das ist die Erklärung von Hans-Christoph Binswanger, die ich sehr spannend finde. Und die natürlich ein bisschen außerhalb unseres engen Feldes ist, aber doch auch irgendwie wieder damit zusammenhängt. Hier eben die Darstellung von Frederik Fester. Er hat schon in den 80er Jahren gesagt, wir sind in einer kritischen Phase, wir müssen es uns überlegen, wie wollen wir es haben? Wollen wir weiter so wirtschaften wie bisher mit fraglichem Ausgang? Da oben, er hat einen Knall gemalt. Oder aber steuern wir um in Richtung Postwachstumsökonomie und so. Und das Geld spielt hier sicher eine wichtige Rolle. Er hat nun das Geld weitgehend ausgeschieden hier, das läuft unter ferner Liefen, sondern er hat hier reale Gründe, Populationsdichte, Energieverbrauch und so weiter angeführt. Aber ich denke eben, das Geld steht sehr stark dahinter. Das Geld verstanden als soziale Technik. Hier ist eine Abbildung aus einer eigenen Arbeit. Die ist entstanden, als ich mich gefragt habe als Ökonomin, warum finden die Ökonomen die Zinsnahme so gut? Warum verbietet es die Bibel und andere Religionsstifter verbieten es auch? Und die Zinskritik ist so heftig. Und wie hängt das eigentlich zusammen? Und dann bin ich drauf gestoßen, dass Geld, die Funktionalität des Geldes sehr gut erforscht ist. Es sind ja nicht nur die drei Geldfunktionen, die ich vorhin genannt habe, sondern
Es sind 18 Geldfunktionen, die Peter Bofinger in seiner Dissertation isoliert hat. 18 Geldfunktionen. Und wie ist das mit dem Zins? Welche Funktionen hat der? Und da finden Sie verstreut in der Literatur mal die eine oder die andere, aber Sie finden nichts Generelles. Und da habe ich ein Jahr lang gesammelt, das war so ein bisschen Sport. Und ich bin schließlich auf 25 gekommen. Und als ich das näher betrachtet habe, hat sich gezeigt, dass die Betriebswirte sehr wohl mit Zins umzugehen wissen. Da ist das durchdacht, und zwar kurzfristig, also das habe ich hier einzelwirtschaftlich genannt. Die haben das durchdacht, kurzfristig und langfristig. Da ist ganze Wissenschaft sind entstanden, wie man mit Zins umgeht. Und das sind Kosten oder wie auch immer Einnahmen. Also jedenfalls, das ist durchdacht. Gesamtwirtschaftlich, also aus volkswirtschaftlicher Sicht, ist das anders. Die Volkswirte haben entweder Modelle entwickelt, ohne Zeit oder mit unendlich langer Zeit, also im Grunde atemporale Modelle. Oder wenn Sie Zeit mit einrechnen, haben Sie zwei periodische Modelle, Periode 1 und Periode 2. Das hat nichts mit normalen Jahren oder so etwas zu tun, sondern es ist einfach ein erster Zeitraum und ein zweiter. Und den betrachten Sie. Und da nehmen Sie, gehen Sie auch von Zinsnahme aus. Aber Sie und ich, wir alle wissen, Zinseszinseffekte gibt es da noch nicht. Das ist ein regelrecht blinder Fleck in der Ökonomie, in der Volkswirtschaftslehre. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt will ich das doch genau wissen. Und habe das weiter untersucht und hier sichtbar gemacht. Und wir sehen Folgendes. Kurzfristig haben die Ökonomen nicht so unrecht. Kurzfristig wirkt sowohl einzelwirtschaftlich wie gesamtwirtschaftlich die Zinsnahme gar nicht so negativ. Die Funktion 24 ist hier die Wachstumsfunktion, der Wachstumsantrieb, von dem wir eben gesprochen haben. Und einzelwirtschaftlich ist das sehr günstig. Der Unternehmung geht es gut, Arbeitsplätze werden geschaffen und dann geht es auch der gesamten Wirtschaft gut. Alle freuen sich, es geht bergauf. Langfristig sieht es anders aus. Einzelwirtschaftlich gibt es da Alterungserscheinungen, auch bei kleinen Unternehmen, aber auch bei großen. Ich habe kürzlich gelernt, dass man das nennt Big Company Disease. Das ist ein Verlust an Innovationskraft und eine Zunahme an Informations- und Verwaltungskosten, unter denen beispielsweise jetzt Nokia leidet. Unter Big Business, Big Company Disease, ja, so ist es, glaube ich, wurde in diesem Artikel über Nokia gesprochen und auch über andere. Aber Nokia ist vielleicht sehr interessant, die jetzt mit der Existenz, also da geht es um die Existenz dieser Firma und da sind massive Einschnitte notwendig, um irgendetwas zu machen. Also Sie sehen, einzelwirtschaftlich und langfristig ist das problematisch. Und ich habe die Wirkungen, das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, gekennzeichnet, aber Sie haben es längst gesehen, dass positive Wirkungen hell sind, so die ein bisschen fishy sind und die nicht ganz klar waren, die sind gestreift und die eindeutig negativen sind schwarz. Und hier, was die Wachstumsfunktion betrifft, habe ich eben gesagt, negativ. Und das Gleiche ist auch gesamtwirtschaftlich. Denken Sie an die sozialen und die ökologischen Kosten. So, Geld als Sozialtechnik. Es geht jetzt um die Frage, wie geht es weiter? Und wenn man verschiedene Modelle beguckt, Vorschläge, es ist ja so viel und so reich gearbeitet worden an diesen Fragen und es sind so viele gute Vorschläge gemacht worden, die alle bedenkenswert sind. Und ich denke, wenn wir diesen breiten Blickwinkel haben, dann sollten wir sie auch darauf prüfen, inwieweit sind sie tauglich als Sozialtechnik, um das zu erreichen, was wir wollen, nämlich Gesellschaft zu gestalten. Für mich war meine Beschäftigung mit der sozialen Plastik, der Vorstellung von Joseph Beuys, sehr hilfreich in diesem Zusammenhang. Joseph Beuys, den kennen wir eigentlich nur anhand seiner museumsfähigen Werke. Das sind irgendwelche Fettecken und Filzhosen und irgend solche Sachen. Das sind auch Tafeln, unter anderem die Geldtafeln, die in Schaffhausen in den Hallen für neue Kunst hängen.
Aber was man nicht weiß, ist der nicht museumsfähige Teil. Das ist nämlich eigentlich der Vorschlag zur sozialen Plastik. Sein Schlachtruf, jeder Mensch ein Künstler, ist aufgerufen, nach seinen Kräften und seinen Fähigkeiten an dem gesamten Werk der sozialen Plastik, also der Gesellschaft, mitzuarbeiten, sie mitzuformen. Sie, jeder von uns, ich. Gut, wie hat er sich das vorgestellt? Und wenn Sie jetzt den Weg mit mir durch diese Darstellung gehen, dann werden Sie an vielen Stellen merken, aha, da haben wir doch gehört, diesen Vorschlag und dazu passt jener Vorschlag. Es ist sehr spannend. Ich muss mich bei Ihnen jetzt an dieser Stelle auch entschuldigen dafür, dass ich Ihnen nicht das Original zeigen kann, aber ich habe einfach nicht die Bildrechte für Film oder fürs Internet. Also wenn nachher die Kamera ausgestellt ist, kann ich ohne weiteres und Sie auch nicht fotografieren, kann ich ohne weiteres das Original zeigen. Das ist natürlich viel schöner als mein Schema, aber es wird dazu dienen, dass Sie es verstehen können. Meine Damen und Herren, Sie sehen, um es ganz einfach zu machen, drei Kreise. Der mittlere, der große, das ist die Wirtschaft. Die hat oben, da hat er geschrieben, Konspunkt, das ist der Konsumteil, Konsumptionsteil. Und unten hat er Brotseite geschrieben, das ist die Produktionsseite. Und dazwischen ist dieser Strich, um diese beiden Sphären zu trennen. Und diesen Kreis hat er mit vielen Strichen und sehr dynamisch, sodass man diesen Kreis, der sehr zart im Original, sehr zart gemalt ist, gezeichnet ist, kaum sehen kann, hat er mit diese Pfeile gemalt. Und das ist der Geldkreislauf in dieser Wirtschaft. Der beginnt bei der Demokratischen Zentralbank. Sie ist demokratisch kontrolliert und sie hat die alleinige Hoheit, Geld auszugeben und zu schöpfen. Private Geldschöpfung durch Geschäftsbanken gibt es nicht. Da fällt Ihnen sicher die Monetative oder irgendetwas ein. Da beginnt der Geldkreislauf. Die Zentralbank gibt das Geld aus und gibt es an die Unternehmen. Und zwar ohne weiteres. Guthaben geschöpftes Geld. Die können damit produzieren bzw. ihre Mitarbeiter entlohnen. Wobei Lohn kennt er nicht, er spricht von Einkommen, also die können ein Einkommen bezahlen. Das Geld ist in dem Moment Einkommen geworden und er schreibt, Trennung von Arbeit und Einkommen, es ist eine Bezahlung möglich, ein Einkommen möglich, das nicht eins zu eins an Arbeit gekoppelt ist. Wer an bedingungsloses Grundeinkommen hier denken mag, der soll das tun. Geld ist für Josef Beuys kein Zahlungsmittel. Es ist ein Rechtsdokument. Es ist etwas ganz anderes. Ich würde sagen, es ist so etwas wie eine Gutscheinwährung, aber er nennt es ein Rechtsdokument. Geld ist auch kein Kapital. Kapital ist für ihn, und das steht hier unten, das sind die Fähigkeiten. Das Kapital einer Gesellschaft, und zwar das alleinige Kapital, das er gelten lässt, sind die Fähigkeiten der Mitglieder dieser Gesellschaft. Das ist schon erstaunlich. Ja, und nun ist also das Geld als Einkommen in den Taschen und geht jetzt über eine Schwelle. Eine Schwelle ist bei Josef Beuys etwas, wo etwas seinen Charakter vollständig ändert. Also die Schwelle ist beispielsweise der Tod, ist eine Schwelle. Das Geld wird von Einkommen zu Kaufkraft und damit gehen die Einzelnen auf die Märkte, das ist ein großes M, tätigen ihre Einkäufe, decken ihren Bedarf, dann geht das Geld wieder über eine Schwelle, es verändert seinen Charakter noch einmal komplett und es fließt zur Zentralbank zurück, er schreibt das nicht genau, wie das funktionieren soll, aber immerhin, er schreibt, Geld im Rückfluss ohne Wertbeziehung. Das ist ein völlig anderes Geld, aber es geht noch weiter. Das Ganze wird angetrieben durch kleine Feuer, die er malt. Ich habe es nur hingekriegt, rote Punkte zu malen. Er hat so richtig schön so ein Kästchen, wo da die Flammen rausschlagen, gezeichnet. Und unten bei den Unternehmen, da unten, da sind das sicher Energie, die natürlichen Ressourcen. Aber die anderen, ich habe mich gefragt, was macht er mit den anderen Feuerchen, die da überall sind? Dazu muss man wissen, dass Josef Beuys zwei Pole kannte, den Kältepol und den Wärmepol. Der Kältepol ist für ihn Tod, Starrheit, Kälte,
auch Herzenskälte. Und die der Gegenpol ist der Wärmepol, das Leben, Flexibilität, Wärme, auch menschliche Wärme. Und für ihn ist wesentlich in dieser Gesellschaft, die so geformt ist, das andere miteinander, der Wärmepol, der das im Gange hält. Ich finde das einen bedenkenswerten Gedanken. Ja, und dann komme ich zum dritten Kreis. Ich weiß nicht, ob er Sie auch interessiert. Josef Beuys war Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft und bezeichnete sich selber ja als Schüler Rudolf Steiners. Das ist die soziale Dreigliederung, über die so viel in der Anthroposophie gesprochen wird. Ich habe lange gebraucht, um es zu verstehen. Die soziale Dreigliederung, das sind drei Sektoren. Das ist der Sektor des freien Geisteslebens, hier herrscht in diesem Sektor Freiheit oder K wie Kreativität. In der Mitte ist der Rechtssektor, das Rechtsleben. Hier herrscht Gleichheit vor dem Gesetz oder D wie Demokratie. Und der dritte Sektor, das ist der Wirtschaftssektor, das Wirtschaftsleben. Hier herrscht Brüderlichkeit im Wirtschaften oder S wie Solidarität. Und jetzt, da habe ich es nochmal ausgeschrieben für Sie. Wie wird das Ganze finanziert? Wie kann das zusammenpassen? Es ist verblüffend einfach. Also das Wirtschaftsleben, ich habe es schon gesagt, da herrscht Brüderlichkeit und Solidarität. Und im Wirtschaftsleben, das ist der Profitbereich, wird gewinnorientiert, gewirtschaftet, technischer Fortschritt kommt zum Tragen. Da sind Banken, Unternehmen, der Handel, Gewerbe, alles organisiert. Und es werden Überschüsse erwirtschaftet. Aber die Überschüsse werden nicht privatisiert, sondern sozialisiert. Die gehen an den Sektor und finanzieren den Sektor des freien Geisteslebens. Nicht allein, denn der erwirtschaftet auch etwas, aber sie ermöglichen, den Non-Profit-Bereich zu finanzieren. Und plötzlich werden Kunst und Kultur, Bildung, Erziehung, Pflege, Betreuung, alles das finanzierbar. Aus den Überschüssen des Wirtschaftslebens. Und gleichzeitig hat dieser Sektor eine Ausgleichsaufgabe, habe ich es genannt. In dieser Gesellschaft herrscht immer Vollbeschäftigung. Denn die freigesetzt werden im Wirtschaftsleben durch technischen Fortschritt, gehen in den Sektor des freien Geisteslebens, lassen sich dort weiterbilden oder nehmen eine neue Tätigkeit auf. Aber es herrscht Trennung von Arbeit und Einkommen. Es ist möglich, dass sie dort weiterarbeiten. Also Vollbeschäftigung. Eine Gesellschaft, von der man uns immer erzählt, es gibt es nicht, er hat es vorgedacht. Ja, und der dritte Sektor ist das Rechtsleben. Es herrschen demokratisch beschlossene Regeln, also über die Demokratie, da ist, glaube ich, schon gesprochen worden bei Josef Beuys und das alles. Interessant ist, dass das Geld, ich möchte es noch einmal betonen, für ihn ein Element des Rechtslebens ist und die Zentralbank auch. Danke. Danke, Felix. Wenn es also jetzt um die Frage geht, Reparatur oder Transformation, dann müssen wir uns Folgendes vor Augen halten. Ich habe hier das Wirtschaftsleben unterteilt in Geldwirtschaft und Realwirtschaft, weil sie sich ja teilweise abgekoppelt haben. Und der Sektor des freien Geisteslebens, den habe ich hier in der zweiten Kreishälfte gezeichnet als Kultur und Sozialwesen. Wenn jetzt einer dieser Sektoren, und grundsätzlich könnte das jeder Sektor sein, anfängt zu wuchern, alles andere zu überstrahlen, auch das, was wir Ökonomen als Rahmenbedingungen bezeichnen, das ist Politik, das ist das Rechtssystem, das ist Ethik, Religion, alles das, wenn das alles überwuchert wird, dann stellt sich doch die Frage, ob das richtig ist. Es geht darum, dass wir sehen müssen, dass sich da wieder, das kann ja nicht sein, dass das wieder ein Gleichgewicht herstellt. Und das würde ich als Staatskunst bezeichnen. Ich würde bezeichnen, dass in einer Demokratie wir von Staatskunst verlangen sollten, dass Freiheit verfolgt wird, und zwar nicht nur ökonomische Freiheit, Konsumentenfreiheit, Produzentenfreiheit, sondern es geht um ganz andere Freiheiten. Dann Gerechtigkeit. Ich hatte vorhin von dem ständigen Umverteilungsprozess, der ständig so hin und her läuft, ganz still und unbemerkt, wobei ich den Verteilungsprozess zwischen Gläubiger und Schuldner ja überhaupt gar nicht erwähnt habe, aber nur einfach diesen stillen Prozess, der mit jedem Kauf passiert, genannt habe. Also das müsste auch
berücksichtigt werden und um den Frieden, den ich hier an dieser Stelle während dieser Tagung schon mehrfach betont habe. Ich denke, es ist nicht nur einfach so eine Floskel, sondern es geht um den Frieden. Ich sage es noch einmal, nach innen, nach außen. Also mir macht diese Iran-Geschichte fürchterlich Sorgen und Syrien sowieso. Und es geht um den Frieden mit der natürlichen Umwelt. Meine Damen und Herren, wenn wir Geld als soziale Technik betrachten, wenn wir Geld bewusst gestalten, dass es die Dienste tut für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, die wir wollen, dann haben wir ein Mittel in der Hand. Dann haben wir die Möglichkeit, Zukunft so zu gestalten, dass die nächste Generation mit frohen Augen, freundlich, erwartungsvoll in die Zukunft gucken kann, in dem Wissen, sie können teilhaben an der Schönheit der Erde, an dem Reichtum der Erde. Es ist gesorgt für Erziehung, es ist gesorgt für ihre Teilhabe an Kultur und an allen schönen Künsten. Sie finden Geborgenheit in ihrer Familie. Denken Sie an die Kinder, die in Griechenland von ihren Eltern jetzt in irgendwelche Gemeinerdörfer geschickt werden, dabei sie sie nicht mehr ernähren können. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Das kann nicht sein. Und Kinder, die wissen, wenn sie krank werden oder wenn sie alt werden, dann ist für sie auch gesorgt. Meine Damen und Herren, mit Geld, wenn wir es betrachten als eine Sozialtechnik, dann ist das möglich, diese Probleme zu lösen. Und jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus